Angehalten und kontrolliert im Rahmen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Er zeigte mir einen Ausweis Ihrer Behörde, Schrägstrich, Organisation, was auch immer Sie sind, vor und teilte mit, dass er Teilimmunität genießt, alle Führerscheinklassen besitzt und so gut wie alles machen darf. Was hat das auf sich? Ja, dann müssen Sie beim Bundeskanzleramt anfragen. Das ist am 15. Dezember 2009 dort mitgeteilt worden. Das ist auch dem Auswärtigen Amt und allen anderen Verfassungsorganen mitgeteilt worden, dass wir hier eine originäre Körperschaft sind. Und das bedeutet? Ja, originäre Körperschaften sind vorstaatliche Körperschaften und dürfen gemäß § 2 Verwaltungsverfahrensgesetz nicht angehalten bzw. nicht behelligt werden. Ja, so ist das ja schon mal nicht. Im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit sind selbst parlamentarische Abgeordnete, Mitglieder des Bundestages, des Landestages von Immunität aufgehoben. Da wird ja wohl Ihre Behörde nicht auf einmal das Recht haben. Also ich lese Ihnen mal den § 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes mal vor, damit Sie das verstehen. Artikel 133 sagt aus, die Bundesrepublik tritt nur in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets ein. Das ist das Grundgesetz. Das habe ich nicht geschrieben, sondern daran müssen Sie sich halten. Und in § 2 Verwaltungsverfahrensgesetz steht nämlich Folgendes drin. Ich lese Ihnen das nochmal vor. Das, was Sie sagen, ist partielles Recht, wir sind originäres Recht. Das steht drin, dieses Gesetz, nämlich das Verwaltungsverfahrensgesetz, damit gilt auch das Ordnungsgesetz, Ihre Tätigkeit, alles andere gilt darunter. Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, den Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen. Das heißt, das, was Sie machen, ist eine Verwaltungstätigkeit und alles das, was damit zu tun haben könnte, fällt darunter. Das können Sie noch mal nachlesen unter § 20 Gerichtsverfassungsgesetz. Das können Sie da auch nachlesen oder nach den Wiener Übereinkünften über diplomatische und konsularische Beziehungen. Und dieser Mann ist kein Parlamentarier, sondern das ist ein Missionar. Und Missionare sind Geistliche. Ja, wie kann man denn in Ihrer Organisation Mitglied werden? Wie kommt das Wir denn? Sind eine Gebietskörperschaft. Wir sind hier keine Organisation. Organisationen sind die Staaten, die sich bei den Vereinten Nationen angemeldet haben. Das sind Organisationen. Wir sind hier ein Völkerrechtssubjekt. Und zwar nach originärem Recht. Ja, und wie kommt man dann in Ihre Gar nicht, wir sind ja nicht dafür da, um die Menschen hier zu tadeln und etwas anderes zu machen, sondern wir sind da, wenn die Menschen sich über ihre Menschenrechte verletzt fühlen, dass sie uns anrufen können. Wir sind das Amt für Menschenrechte, gemäß Artikel 1 Absatz 2 und da steht drin, dass wir originär sind und dass wir nach dem Transzendenzbezug eine moralische Körperschaft sind. Artikel 1, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten, das sind wir und die Menschenrechte sind unverletzlich, unveräußerlich und sie gelten uns und zwar im Geltungsbereich auf der Welt oder in der Welt. Steht alles da drin. Und wir arbeiten nach Artikel 140 Absatz 140 nach der deutschen Verfassung von 1919 und die Länder, die Sie vertreten oder wo Sie jetzt zurzeit sind, ist ein Bundesland, das nach 1949 gegründet worden ist und hat mit unserem Rechtssystem, unserer Verfassung überhaupt nichts zu tun. Wir stehen zu Ihnen exterritorial, weil wir eine moralische Körperschaft sind. Sie sind nur eine partielle Körperschaft, wenn überhaupt. Ja gut, wenn ich Ihnen den Namen sage, verraten Sie mir von Ihrem Mitglied Geburtsdatum, Geburtsort und seine Adresse, damit ich die Anzeige natürlich richtig an den Betroffenen weitersenden kann? Sie müssen sich an unser Amt wenden. Wenn wir das Ihnen ausgestellt haben, müssen Sie sich an uns wenden. Deutsches Amt? Noch eine Frage. Er zeigte mir die Karte, ja? Da durfte er nach alles. Er durfte alle Fahrzeuge aller Führerscheinklassen führen, dazu durfte er noch Boote fahren, Waffen tragen. Seit wann dürfen Sie denn als Organisation oder moralische Körperschaft Waffen tragen im Bundesgebiet? Also, das kann ich Ihnen genau sagen. Wir sind ein Volk der Menschenrechte. Er ist ein Menschenrechtsverteidiger. Er ist Missionar und Kommissar. Seit wann kämpft man für die Menschenrechte mit Waffen? Sind Sie Amerikaner oder sonstiges? Hören Sie mal, haben Sie schon mal Mohammed, der Gesandte Gottes, gesehen? Dass Mohammed mehrere Kriege gegen seinen eigenen Stamm führen müsste, damit er sein Volk befreit. Haben Sie eventuell Moses von Moses mal gehört, wo er sagte, Pharao, lass mein Volk frei?
Und wenn, als sie das nicht gemacht haben, dass er die, mit den 7 Jahren und mit den Fluten und so weiter die gesamte ägyptische, wie soll ich mal, die ganzen Soldaten oder auch die Söldner alle getötet hat damit? Wissen Sie Ihre eigene Geschichte nicht? Wir sind hier im abrahamitischen Zentrum. Wir sind hier, schauen Sie, ein Volk definiert sich über sein Bekenntnis. Und das Bekenntnis des deutschen Volkes ist Menschenrecht. Deutschland ist eine Hierokratie und keine Wirtschaftsverwaltungseinheit hier. Das, was Sie machen, ist eine Bundesrepublik. Und da kennen Sie nur juristische Personen. Und Sie kennen sich selber auch nur als juristische Personen. Das größte Problem Ihrer sogenannten Bundesrepublik besteht darin, dass Sie Ihre eigene Vergangenheit nicht richtig verstanden haben. In dem Transzendenzbezug, im Grundgesetz steht drin, da wird die Macht definiert und die Gewalt begrenzt. Da steht nämlich drin, wenn Sie sich das mal in Artikel 1 sich durchschauen, wer die Macht hat und was die Macht ist und wie die Gewalt, nämlich das, was Sie dort tun, begrenzt wird. Wir sind die Rechtsaufsicht der Polizei. Ja, weil die Polizei selber, die können sich ja an ihren Ausweisen ja sehen, sie sind nicht amtlich tätig, sie sind nur dienstlich tätig. Und sie müssen nicht ihren Dienst so tun, als ob sie beamtet sind, sondern sie müssen ihren Dienst tun, so wie man das ihnen befiehlt. Aber das ist ein ganz anderes Problem, das kann ich mit Ihnen am Telefon wahrscheinlich nicht besprechen. Ja, ich kann Ihnen besprechen, wie der Ausweis besteht. Gesetz gebunden. Und ich wollte... Nein, Sie sind an Recht gebunden, nicht an Ahnden. Und er sagte, ja, sowas wird auch bei mir geahndet. Ja, okay, dann müssen wir uns das bitte... Können Sie denn außerhalb unseres Staates eine Organisation haben, die nicht unserem Recht und unserem Gesetz unterliegt? Und ich will jetzt endlich mal ein paar Daten von dem Herrn haben. Also, warten Sie bitte. Dann muss ich die Verwaltung anrufen, dass die Verwaltung... Sie sind hier im Amt und nicht in der Behörde. Die Behörde verwaltet das alles. Ich muss mal schauen. Kleinen Moment mal. So, das ist bei uns unter dem Konsularakt 110715. Konsulat von 1962 eingetragen. Ja, jetzt bitte noch Führerscheindaten. Führerscheindaten, die stehen alle auf dem Ausweis. Nein. Auf dem Ausweis, auf der Rückseite, stehen ja die Piktogramme der jeweiligen Fahrzeuge. Ja. Mehr war da nicht. Normalerweise habe ich ja im Internet ja mal geguckt, müsste da ein Häkchen hinter sein, hinter dem, was man hat und was man nicht hat. Und was soll ich denn als aufstellende Behörde für den Führerschein nehmen? Führerschein wird in Deutschland durch eine Verwaltungsbehörde erteilt. Sie sind keine Verwaltung, Sie unterlegen dem nicht, ist alles schön und gut, aber ich möchte gerne wissen, wo und wann hat er den Führerschein gemacht. Moment. Kleinen Moment. Sie sitzen wahrscheinlich vor dem... Kleinen Moment mal, hier, nimm ihn mal. Sag ihm, dass die Häkchen hinter seinem Führerschein nicht sind. So, Folgendes. Artikel 140, das ist Ihnen bekannt, ja? Ja. Artikel 140 Grundgesetz? Ja. Ich gucke da nochmal rein, da steht nämlich Folgendes drin, de jure, und zwar die Bestimmung der Artikel 138 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Und da steht 137 steht drin, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig, innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes, also auch für ihres, wobei wir Rechte haben. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Damit verwalten wir uns selber und geben auch unsere eigenen Führerscheine selber raus. Sie können also Ihre eigenen Führerscheine rausgeben? Richtig, wir können auch unsere eigenen Ausweise rausgeben, wie der Vatikanstaat auch. Wir haben ein Amt und aus dem Amt haben wir auch eine Verwaltung. Ja, okay. Eine Frage habe ich noch. Die Adresse, die bräuchte ich nochmal. Das weiß ich hier nicht. Das muss die Verwaltung machen. Wir sind hier das Amt. Wir können Ihnen sagen, welches Dokument ausgestellt ist. Und also alle Anfragen, das ist genauso bei Ihnen, wenn Sie irgendwo auch angehalten werden, wird Ihre Dienststelle oder das Amt verständigt und nicht Sie privat. Bei uns, also Herr Rhein, ist, glaube ich, Nordrhein-Westfalen, stimmt das? Wie bitte? Das ist Nordrhein-Westfalen, wo wir sind, ne? Ja, richtig, das ist Nordrhein-Westfalen. Okay, dann will ich Ihnen das noch, dann will ich erklären, wo das drin steht. Kleinen Moment mal. Meldegesetz, warten Sie bitte. Meldegesetz NRW. Ich suche Ihnen das Gesetz raus, wo die Meldedaten sind. Machen wir mit, bitte. Paragraph 23. Von der Meldepflicht sind befreit Personen, die für die Befreiung in völkerrechtlichen Übereinkünften festgelegt ist. Paragraph 23 Absatz 2. Ja?
Und dann gemäß Ihrer Verwaltungsverfahrensvorschriften, Paragraph 5 Absatz 2, Amtshilfe darf nicht geleistet werden, wenn Sie aus verfassungsrechtlichen Gründen gemäß Paragraph 40 Verwaltungsgerichtsordnung dafür nicht zuständig sind. Mhm. Befreiung von der Meldepflicht, Paragraph 23 Absatz 2, lesen Sie sich das bitte durch, in Verbindung mit Paragraph 20 GVG. Ja, gut, also können Sie dazu nichts sagen. Eine Frage, wie wird der hingeschrieben? Also er. So, bei uns ist es wie die Fremdenlegionäre. Sie können sich hier nennen, Mickey Maus oder er hat gesagt, er wird eigentlich aufgrund seiner Herkunft mit AI geschrieben. Mhm. Ja, wir haben das so zur Kenntnis zu nehmen, das ist eine Personenstandsänderung oder Personenstandserklärung hier, und zwar nach unseren Statuten. Bei uns wird jeder so geschrieben, wenn einer sagt, ich möchte mich klein schreiben, doch klein geschrieben. Wir haben dieses Commonwealth-Schreibweise, wird bei uns nicht akzeptiert. Das ist gemäß Artikel 6 Einführungsgesetz zum BGB. Ich lese Ihnen das nochmal vor, damit Sie das vielleicht, es ist aber sehr lieb von Ihnen, dass Sie sehr viel Verständnis haben. Da möchte ich mich nochmal sehr herzlich bedanken. Artikel 6 Einführungsgesetz zum BGB, wonach die Bundesrepublik tätig ist, öffentliche Ordnung, da steht es drin, eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, also eine Verwaltung ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie ist insbesondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten unvereinbar ist. Und diese Grundrechte vertreten wir gemäß Artikel 1 Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Wir sind die dazugehörige Gebietskörperschaft. Ja, eine Frage. Wird der Herr... Ja. Ja, alles klar. Dann, ich will von Ihnen gar nichts weiter wissen. Er ist uns im Fahndungsbestand bestens bekannt. Ich weiß nicht, was ich von Ihrer Organisation halten soll. Was Sie mir so erzählt haben, klingt auch sehr abenteuerlich. Ich werde meiner Arbeit nachgehen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Dankeschön. Tschüss.